Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, was war das wieder für eine Woche? Und dieser kleine Hustenreiz steht einfach für meine Woche, eine absolute Seuchenwoche. Mich hat's wieder dahingerafft mit 40 Grad Fieber, wie ungefähr vor 2 Monaten schon. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt wieder fit, war heute das erste Mal wieder arbeiten. Ich wollte gerade angeln sagen, arbeiten. Und morgen und übermorgen auch wieder. Und hier geht es langsam wieder bergauf. 2 der Mädels sind noch zu Hause. Die ganz Kleine geht auch schon wieder in die Kita. Also langsam kommen wir doch schon wieder klar. Und ich hoffe, das war dann die letzte Seuche für dieses Jahr. Und hoffentlich auch für diesen Winter. Das wäre ganz schön. Aber im Moment geht's echt krass rum. Muss ich einfach sagen. Überall Erkältungen. Koronski ist wieder am Stissel und so. Und deswegen, boah, ekelhaft. War ich deswegen auch nicht am Wasser. Aber ich war einmal kurz mit meiner Tochter werfen üben, weil die ist richtig heiß. Und ich denke, bald ist soweit. Dann gehen wir mal in ein Forellenetablissement. Und üben da mal ein bisschen Angeln, vielleicht vorher am Bach oder so. Mal schauen. Aber für nächstes Jahr sehe ich da super viel Potenzial, mit der Kleinen häufiger ans Wasser zu kommen. Leute, diese Woche waren auch mehrere News. Da komme ich gleich nochmal zu. Ist für mich eine spannende News auf jeden Fall, mit spannenden Themen. Und auch so mit interessanten Themen, wo man sich denken kann, wie geht's da weiter? Ansonsten, alle Planungen für die Angelwelt Berlin sind erstmal abgeschlossen. Ein kleines Highlight ist diese Woche auch noch passiert. Aufgrund des Versprechers beim Hecht- und Barsch-Hypefishing-Video habe ich ja einmal gesagt, die Bielefelder Szene muss mehr zusammenhalten. Haben wir jetzt die Bielefelder Szene gegründet, Leute. Erstmal so ein kleines Grüppchen von, lass mich kurz überlegen, 5 Leuten in einer WhatsApp-Gruppe mit einer kleinen Challenge zum Austausch und so. Und wir starten jetzt auch schon zusammen durch, zum Beispiel teilweise auf jeden Fall auf die Angelwelt Berlin. Freue ich mich auch schon drauf, das wird auch cool. Und ja, da wird jetzt auf jeden Fall mehr kommen aus der Bielefelder. Ich wollte gerade so in Berlin sagen, Alter. Aus der Bielefelder Szene. Freut euch schon mal da drauf. So, aber jetzt zu den Themen dieser Woche. Lebenszeichen bei River Fighters. Zack mit mehreren News-Videos. Fishing Tackle Max mit neuem Fiederangler. Frau bedroht Angler mit Messer. Eine neue Angelmesse in Reda-Wiedenbrück. Und Midi International in der Schwebe. Und falls auch du immer auf dem aktuellsten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt dein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News, alles rund ums Angeln. Oder supporte das Ganze einfach mit einem Daumen nach oben, denn das ist für dich nur ein Klick und für mich ein riesengroßer Support. Oder wenn du das Ganze finanziell supporten willst, dann kannst du einfach Mitglied werden unten und das Ganze für nur unter 1 Euro im Monat. Danke an alle Supporter da draußen, denn ohne euch keine Angel News. Herzlichen Dank. Leute, River Fighters Perch Cup 2022. Macht euch keine Sorgen, das ist bei River Fighters immer so, dass ungefähr in einem Jahr alles abgedreht wird und dann das Jahr später das Ganze dann sozusagen ausgespielt wird. Aber hier bin ich erstmal glücklich, denn es gibt ein Lebenszeichen bei River Fighters. Der Perch Cup 2022, die erste Folge, ist online und damit sehen wir das erste Lebenszeichen bei River Fighters, was mich sehr freut nach meinem Was ist bei River Fighters los, ist das das Ende. Seitdem ist tatsächlich nicht viel mehr passiert, außer dass Johnny sozusagen weiterhin auf seinem eigenen Kanal produziert, dass sich da auch einiges getan hat, dass einige Teamangler das Team River Fighters verlassen haben, als auch die Instagram-Seite der River Fighters auch nicht mehr existiert und eine neue Teamseite sozusagen vom Teamer aufgesetzt worden ist. Das Logo vom River Fighters YouTube-Kanal ist immer noch ein Sumo-Ringer, was ich nicht verstehen kann und was da genau los ist. Und aber
erstmal ganz egal, Leute, ganz egal, denn die News ist, River Fighters Purge Cup 2022 ist online. Aber jetzt nochmal ein kurzes Aber: Wenn man sich diesen Purge Cup anguckt, dann sieht man auch, dass nur 3 Teams mit dabei sind. Und das spricht irgendwie auch schon für die Situation damals bei River Fighters. Lassen wir uns einfach überraschen, schauen wir einfach, was da passiert. Purge Cup 22 ist online, die erste Folge, und mit 6 Folgen, die weiterhin kommen sollen. Also genießt das Ganze, mal gucken, wann dann der nächste Stuff kommt und ob wann die nächste River Fighters Episode dann für uns rauskommt. Erstmal ein gutes Zeichen, ein Lebenszeichen auf dem River Fighters Kanal. Zack haut kurz vor der Angelwelt nochmal mit News-Videos nur so um sich, und das nicht ohne. Denn hier könnt ihr auch schon sehen, auch das Ding wurde schon etwas vorgestellt, und das ist das neue Tasker Kajak, welches auf der Angelwelt Berlin erstmal zur Schau gestellt wird. Man kann es noch nicht probesitzen oder sonst irgendwas, aber man kann es sehen. Die Entwicklung geht weiter und wir können für alle Interessenten wahrscheinlich mit einem Release am Anfang nächsten Jahres rechnen. Aber warten wir mal ab, es wird noch ein extra Video dazu kommen. Dazu wurde gesagt, dass man auf der Angelwelt Berlin auf jeden Fall auffährt. Erstmal auch zum Jubiläum. Dann sind alle großen Namen von ZEG eigentlich mit dabei. Eule, Hähnel, Dietl, Bayer, alle sind eigentlich mit am Start. Und natürlich wurden auch die Messen in Wallau und in Passau thematisiert. Es wurde auch nochmal das neue Wallerbuch von Benny Gründer thematisiert, welches auch zur Angelmesse Berlin released wird. Da werde ich mir Benny auf jeden Fall nochmal schnappen, dass er mir auf jeden Fall was zu dem Buch noch erzählen kann. Ist wahrscheinlich sehr, sehr geil für alle Welts-Fans da draußen. Und dann ist heute noch ein Video gedroppt mit Uli Bayer, der neue Köder vorstellt, in zum Beispiel neue Farben und Größen vom Butcher, den neuen Rogue Glider und. Könnt ihr euch einfach mal reinziehen. Und ich denke, Carsten hat auch noch gesagt, da wird noch ein bisschen was kommen vor der Messe in Berlin. Wir können uns bestimmt noch auf einige News-Videos freuen. Also alle Videos findet ihr unten in der Infobox natürlich. Zack, holt nochmal aus zum Rundumschlag und zeigt uns nochmal, was wir auf der Angelmesse Berlin alles sehen können. Kurze News aus dem Hause Fishing Tackle Max. In Fishing Tackle Max verstärkt sein Friedfisch-Team mit niemand geringeren als Maximilian Nöth. Maximilian ist 33 Jahre alt und absoluter Fischexperte, was den Friedfisch angeht. Dabei ist er absoluter Spezialist des Fiederfischens, und auf der Seite von Fishing Tackle Max werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall mehr von Maximilian sehen. Ich denke, das wird die meisten Friedfischer auf jeden Fall freuen. Ich wünsche an dieser Stelle auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit der Zusammenarbeit und alles, alles Gute für die Zukunft. Bin gespannt, was wir in Zukunft auf der Seite von FTM von Maximilian sehen werden. Sehr, sehr geil. Kurze wilde Angelgeschichte aus Österreich, denn da wurden 3 Angler in der Nacht von einer Frau aufgefordert, ihre Zelte zu verlassen. Als sie Zelte verlassen haben, wurden die 3 Angler mit einem Messer bedroht. Den Tatverdacht weiß man nicht genau, warum das Ganze gemacht worden ist. Die Frau ist dann allerdings geflohen und die 3 Angler haben die Polizei gerufen. Die Frau wurde noch am Tatort oder in der Nähe des Tatorts auf jeden Fall festgenommen und wurde dann natürlich zur Wache gebracht. Die Frau ist 34 Jahre alt und wurde dann über den Tatbestand ausgefragt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Artikels gab es noch keine Vermutung, warum das Ganze überhaupt passiert ist. Verrückte Geschichten aus Österreich von verrückten Geschichten, die nur das Angeln schreibt. Leute, eine neue Angelmesse steht in den Startlöchern, und das ist irgendwie passend, denn nachdem letztes Jahr die Angelmesse in Dortmund auf der Jagd und Hund in Dortmund eine pure Enttäuschung war und vielleicht auch eine Katastrophe für alle Aussteller, die dort
waren, kommt diese Angelmesse vielleicht zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt und könnte die Angelmesse in Dortmund vielleicht sogar ablösen, da man ja sogar gemunkelt hat, dass die Angelmesse in Dortmund komplett aus dem Programm genommen wird. Jetzt steht die Angelmesse in Rheda-Wiedenbrück bei mir direkt um die Ecke in den Startlöchern und findet vom 2. bis 3. Dezember 2023 im A2-Forum statt. Vor Ort geht es natürlich in erster Linie wieder ums Raubfischangeln als auch ums Friedfischangeln, was eine gute Basis ist, und dazu kommen auch sehr viele Norwegen-Experten ins Haus. Auch für das Raubfischangeln haben wir bekannte Gesichter wie Melle Melchior mit dem Melle-Chat zum Beispiel oder zum Beispiel Andy Denker oder Hannes Lummeler. Auch werden viele verschiedene Stände und Aussteller wieder mit am Start sein, die die Premiere der ersten Angelmesse in Rheda-Wiedenbrück mit zelebrieren werden. Der Zeitpunkt ist natürlich genau gleich mit der Angelmesse Berlin, was ein bisschen das Ganze schwierig macht. Sonst wäre ich vielleicht auf jeden Fall hingefahren, weil am Samstag bin ich ja schon in Berlin. Vielleicht fahre ich am Sonntag nochmal hin und schaue mir das Ganze dort an. Mal gucken, ob eine meiner Töchter Bock hat und einfach nur mal kurz reinzuschauen, was da abgeht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Aber ihr solltet euch das auf jeden Fall merken, falls ihr keinen Bock habt auf den weiten Weg nach Berlin und ihr nach einer Alternativsache sucht, dann ist vielleicht die Angelmesse in Rheda-Wiedenbrück genau das Richtige für euch. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox. Auf jeden Fall auschecken. Und zum Abschluss des News-Bereiches noch vielleicht traurige News für Friedfischangler, denn die Marke Midi International gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Seit September 2023 gibt es keine Aussagen mehr von Midi-Chef David Middleton, der relativ häufig zur aktuellen Situation von Midi befragt worden ist. Zwar kursieren immer noch Gerüchte über eine Übernahme, aber da ist noch lange nichts bestätigt. Midi hat sich innerhalb von 65 Jahren einen großen Namen in der Friedfischszene gemacht und das Ganze damals mit nur einer Posenentwicklung aus einer Garage heraus, wo der erste Angelerbieter dann 300 Posen sozusagen bestellt hat, und auf einmal wurde daraus eine große Sache. Midi wurde gegründet und dann wurden mehrere Friedfischartikel produziert und immer weiter erweitert. Die Söhne sind dann auch noch mit in das Projekt eingestiegen und wurden dann noch zum Sales Manager etc. Doch jetzt gibt es leider keine Aussage zur Zukunft von Midi. Deswegen, wir halten die Augen offen und ich wünsche natürlich alles, alles Gute an dieser Stelle. Kommen wir zur Giveaway-Auflosung dieser Woche, und diesmal gab es ein richtig starkes Paket zu gewinnen, und zwar das Paket Probaits mit den Spoons von Big L, die Monkey Spoons, Leute. Die Monkey Spoons, und da haben tatsächlich richtig viele Leute mitgemacht. Wir haben insgesamt 134 Kommentare und ihr musstet die Frage beantworten, welche heißt: Welche Vorteile haben geflochtene Schnüre? Und natürlich ist es Antwort B: hohe Tragkraft bei leichtem, aber gleichen Schnurdurchmesser, keine Dehnung beim Anschlag, bessere Köderführung. Das war die richtige Antwort. Und mal gucken, wer diese auch richtig gemacht hat. Und zwar ist es Veit Delberg, Antwort B, wie Big L natürlich. Tolle Spoon, schöne Compilation und gute Besserung. Herzlichen Dank an dieser Stelle und herzlichen Glückwunsch an dich, Veit. Schreib mir eine E-Mail mit deiner Adresse an die unten angegebene E-Mail-Adresse und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Leute, und ihr wisst ja, falls ihr das Opening geguckt habt, ich habe ein Paket von Mikado bekommen mit sehr vielen Hechtködern und davon möchte ich euch 1, 2 natürlich abgeben und auch für euch verlosen. Und da zeige ich euch mal kurz, welche dabei sind. Da haben wir einmal die Roach, Leute. Die Roach ist dabei und die ist einmal... Die ist aber 18 cm lang in den Farben Gold, die Roach. Guter Happen für Hecht. Und wenn es ein bisschen stintiger sein soll, einmal Sicario 14 cm. Leute, einmal 14 cm in 2 Farben. Das geht an euch raus. Und dann hat sich meine Tastatur auch gerade schon
selbstständig gemacht. Ich packe jetzt hier zu den Ködern, die vergeben weit werden und dann wisst ihr da auf jeden Fall Bescheid. Aber wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Natürlich einfach, indem ihr diese Frage beantwortet. Wirbel sind besonders wichtig beim Fliegenfischen, Spinnfischen oder Grundfischen. Stellt mir die richtige Antwort unten in die Kommentare rein und damit viel Glück. Und das war sie, die Angel-News dieser Woche, vollgepackt mit durchgemischten News. Ich fand diese Woche wieder recht spannend, auf jeden Fall den Hinblick auf, was alles kommen wird, die Messe in Reda, was Neues bei River Fighters und sehr, sehr schöne, vielfältige News. Ich drücke euch die Daumen natürlich beim Giveaway und falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, wir haben glaube ich die 9200 geknackt, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst ein Abo da. Ein Daumen nach oben ist auch immer guter Support und danke natürlich an alle Supporter da draußen, denn ohne euch keine Angel News. Ich bin mal gespannt, ob ich nächste Woche ans Wasser komme. Ich habe schon Bock, die Big Bait zu testen, endlich mal Big Bait zu schmeißen und auch mal einen Fisch zu fangen auf Big Baits. Das wäre doch mal ein richtiges Highlight. Das wäre doch mal ein richtiges Highlight auf jeden Fall. Zwei Angelvideos habe ich auch noch im Petto. Da kamen immer irgendwelche News mit dazwischen. Dann haben wir morgen dann den Livestream zur neuen Folge von YPC Bank. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, weil das die erste sozusagen nächste Runde ist. Und da geht es nochmal richtig, richtig ab, Leute, geht's nochmal richtig ab. Ich sag Tschüss an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen fantastischen Samstag und lasst es euch gut gehen. Und falls ihr was seid, nix Patreon, das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, euer Icy. Macht's gut. Ciao.